Okay, Folks, es geht weiter mit Driver. Und wie es aussieht, kann ich hier jetzt noch nicht speichern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Mission noch gar nicht zu Ende ist vom letzten Part. Aber wir machen weiter, weil wir so schön gut drauf sind. Vielleicht kann ich noch mal dazu was erwähnen. Ach, jetzt, warte mal, jetzt kommt hier erstmal eine Sequenz wieder, wa? Ja. Hier sind wir, Mann. Guck doch richtig. So, den müssen wir abschießen. Hä? Mund öffnen. Sag mal, hat er denn jetzt getroffen? Ja, sah ja nicht so aus, Junge. Kannst auch mal richtig zielen. Die schicken wir nochmal auf den Schießstand, ne? Okay, da sehen wir wieder der Tenor sein Gesicht. Und der Fotograf hat nicht so richtig begriffen, wie was man machen muss. Total überbelichtet und so, ja? Ja, jetzt muss ich wieder hier alles ausbauen oder was? Ja, toll. Nee, was wollte ich sagen? Es gibt ja bei jedem Let's Play, was ich angefangen habe, einen Grund, warum ich das nicht weiter immer führe, regelmäßig. Bei diesem ist es aber hier, da gab es auch einen Grund, und zwar habe ich gedacht, dass, warte, ich gucke mal auf die Karte, dass der Speicherstand hier, ach Mist, jetzt muss ich ja zurückfahren. Warte mal. Ja, ich muss rechts. Ja, und zwar habe ich hier gedacht, dass der Speicherstand gelöscht ist. Und das hat mich erstmal so den Tag ruiniert, dass ich das erstmal eine Weile nicht angerührt hatte hier. Auch letztes Jahr schon, ne? Oh ja, Mann, ich weiß, dass wir verfolgt werden, Junge. Das brauchst du mir nicht sagen. Aber die hängen wir ja gleich ab wieder. Warte mal, ich gucke ja nicht. Ach, jetzt. Was, dein Auto ist Schrott? Ja, Halleluja, ich habe den Schaden noch vom letzten Mal. Klasse. Und jetzt kommen wir zu den zu der Schwierigkeit, ja? Jetzt schaut euch das an, ey. Den Schaden vom letzten Mal. Und damit muss ich jetzt durch die Gegend brettern. Das ist doch nicht normal, oder was? Mensch, das klingt. Ja, toll, schüttel ihn ab. Guck dich, schüttle dich da ab, ja, weißt du? Jetzt guckt euch das an hier, mein Schrottauto. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Wie soll ich denn das machen, bitteschön? Geht's noch? Jetzt dreh ich erstmal um hier. Jetzt ändere ich meine Taktik und das war so taktisch ausgeklügelt. Da kommt nie wieder jemand auf die Idee, dass ich die andere Richtung fahre. Ey. Mein schönes Auto. Das war so frisch geklaut, wo ich hier das Let's Play wieder neu weitergemacht habe. Und jetzt guckt euch an, wie es aussieht. Hinten wie vorne, ey. Ja. Ja, da kommen sie wohl angebrettert. Aber die Polizisten, die haben auch nicht schönere Autos jetzt mehr. Oh Mann, nein. Was, die soll ich auch noch abschütteln? Was willst du denn alles von mir, Junge? Und dann guckt euch die Zeit. Achso, die Zeit, die ist okay. Weil die läuft. Ja. Jetzt muss da so eine unzerstörbare Bank wieder sein, ey. Als ob eine Bank standhält, wenn ich da mit dem Auto. Okay, na gut. Ey. Junge. Jetzt haut mal ab. Okay, hier wieder rum. Nein! Ja, okay. Okay, ich versuch's noch einmal. Wenn es dann nicht klappt, dann muss ich ein bisschen schneiden. Hä? Ich höre Sirenen, aber wo war jetzt hier die Polizei? Sehr komisch. Ja. Ja, das ist klar, ist klar. Ist klar, ist klar. Naja, okay, einmal probiere ich noch. Weil das war jetzt hier ziemlich am Anfang Mist. Ziemlich am Anfang Mist. Ich glaube, ich kann die Aufnahme. Da! Wo ist hier bitte. Ach so, jetzt verstehe ich. Aha! Das ist die Sirene vom Laden, den wir ausgeraubt haben. Oder die da ausgeraubt haben. Und das hört sich genauso an wie die Polizeisirene, ey. Was ist das denn für ein Laden? Oh, hallo. Ich habe hier kaum eine Chance.
Einmal noch krammeln, dann bin ich... Ja. Ja. Nein. Das machst du mit mir nicht, Spiel. Du wirst mich jetzt nicht in diese Zwickmühle stecken. Komm. Und dabei war die Strategie doch hier so schön, dass ich in eine Richtung fahre, oder? Ich dachte, ich denke mal um die Ecke hier. Um die Ecke, so. Und da kommt nie wer drauf. Aber, tja. Da seht ihr mal, wie schlau die Polizei ist. Fast schlauer wie ich. So, da kommt schon die nächste. Ja, gib Vollgas. So stoppst du mich garantiert, wenn du an mir vorbeifährst. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, die fährt da... Die wird da jetzt... Ja, die wird jetzt hier auch dagegen verbrennen. Ha! Siehst du mal. Alles geplant von mir hier. Nee, aber ernsthaft. Ich habe hier echt tierisches Problem. Das ist schon ziemlich hart. Ja? Das habe ich jetzt auch nicht gar nicht bedacht. Und ich... Mal ehrlich, ich kann das auch gar nicht mehr wissen, dass... In diesem Moment hier man in der letzten Mission sehr vorsichtig fahren muss. So, aber so kann es jetzt weiterlaufen. Also so habe ich noch das Fahrzeug unter Kontrolle. Auch wenn es sehr rutschig ist hier, die Straße, kann man das noch so kontrollieren. Aber sobald die Polizei hier im Spiel ist, ist alles vorbei. Und da höre ich es schon wieder, aber es war jetzt gar kein Alarm. Was war jetzt los? Da ist auch kein Geier. Ja. Kein Geier. Ey, sag mal, wo muss ich hier hin? Oh, nö. Okay, die Polizei ist da drüben. Haha, ihr kommt ja nicht rüber. Haha, das liebe ich. Oh ja, und diese Straße hier. Oh, die sind da drüben, sind die blöde. Da waren sie so schlau und haben nicht mal hier welche rübergeschickt. Haha. Aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Halt, Moment, Moment. Oh, vorsichtig, Mensch, Junge. Also wenn da jetzt... Ja, toll, jetzt kommt die Polizei hier auch noch und... Nö, oh Mann. Das sah so gut aus. Ja, jetzt steht... Hallo? Wie soll ich denn das machen, bitteschön? Hallo? Mein Auto ist Schrott, ich muss mich konzentrieren. Ja, toll. Das ist echt super. Pass auf, kurz vorm Ziel... versage ich. Ey, wie soll ich das hier... Alter. Bitte Sie abfahren. Alter. Jetzt muss ich noch entkommen. Ja, dein Auto schaut. Alles klar. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Alter, ist das eine Höllenmission, ey. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber jetzt sieht es Gott sei Dank gut aus. Mal sehen. Ja, ich hab's. Ich glaube, ich hab's geschafft. Oh, nee, oder? Wo muss ich denn hin? Ey, ich bin wieder am Ziel und hätte es beinahe geschafft. Jetzt habe ich wieder die Bullen im Hals. Ey, das kann nicht sein. Und wieder die verdammte Bank, ey. Mann! Zum Kotzen! Ja, dankeschön. Oh, nee. Ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.